Ich bin der Wald. Hege das Reh und schütz euch vor Schnee. Ich bin der Wald und gebe ein Dach. Der Wald. Ich baue euch das Haus und wärm euch den Herd. Drum Menschen, haltet mich wert. Öff-Öff ist Waldmensch und lebt im und vom Wald das gesamte Jahr über. Ja, also Kellerasseln kann man gut essen und Regenwürmer natürlich. Also die Kellerasseln schmecken eher so nussig. Die Regenwürmer halt so ein bisschen sandig, aber ansonsten eher wie Mortadella oder so, und so eine Wurst. Wenn man allein im Winter bei den Früchten, die man gesammelt hat, bei den Äpfeln, die Würmer sogar vielleicht noch laufen lässt, aber eben die braunen Kügelchen, die Ausscheidungen, die sie in den Gängen so im Apfel dann zurückgelassen haben, wenn man alleine da die Frucht dann insgesamt so isst, wie sie ist, mit diesen Ausscheidungen, dann dürfte das meines Ermessens schon völlig reichen, um die vor allem Vitamin B12-Gefahr, Mangelgefahr zu vermeiden. Für sein Leben in der Natur braucht Öff-Öff nicht viel. Ein Baldachin, ein paar Decken und Bücher. Genug für den diplomierten Theologen. Ich lehne Geld ab, genauso wie direkten Vergeltungstausch, auch ohne Geld. Also wenn jemand sagt, hier, du kriegst meine Kartoffeln nur, wenn ich 2 Tomaten dafür bekomme. Also Beispiel ist wieder eine Familie, schönes Beispiel. Da bekommt nicht jemand, was er verdient für irgendeine Leistung, die er im Moment aufbringen konnte. Und vielleicht so, dass der Schwache dann viel weniger hat als der Starke und es geht ihm vielleicht richtig schlecht. Sondern jeder tut, was er kann und bekommt, was er braucht, sodass es allen gleich gut geht. Rückblick. Bereits vor 10 Jahren treffen wir Öff-Öff. Damals fahren wir mit ihm nach Mecklenburg, nach Dagelitz. Öff-Öff ist der geistige Vater der sogenannten Schenker. Einer Gruppe von Aussteigern, die nur von Geschenken lebt. Hallo Bruno, allerbester. Auch nicht mehr die Besten, aber die kann ich dir auch noch mitgeben. Fein, klasse. Ein radikales Prinzip, das er mit in den Wald genommen hat. Das ist doch ein schöner Pullover noch. Genauso bin ich eben hingegangen zum Arbeitsamt und habe denen gesagt, ich stehe dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung. Also einem Markt, wo schädigende Konkurrenz gegeneinander betrieben wird, also echte schmerzende Unterschiede zwischen Arm und Reich kultiviert werden. Eine kleine Komfortzone gönnt sich Öff-Öff dann doch. Diesen Wohnwagen. Notunterschlupf, wenn es im Winter richtig hart auf hart kommt. Und Öff-Öff hat noch etwas. Eine Mission. Einmal in der Woche geht er in die Stadt, um den Menschen seine Andersartigkeit zu zeigen. Vielleicht stolpert ja doch der ein oder andere über seine ungewöhnlichen Ideen. Heute eher nicht. Die wichtigste Aktion ist natürlich anders sein, anders leben. Und auch wenn das manchmal abebbt dann wieder mit der Beteiligung und ich ja manchmal dann so stehe und einfach wie eine Mahnwache eben die Stellung halte, es ist egal. Ich mache immer gerne das, wovon ich weiß, das hat eine logische Notwendigkeit. Und das macht Öff-Öff bereits, seit er mit dem Studium fertig ist. Seit 25 Jahren. Seitdem ist er mit dem zufrieden, was er gerade um sich hat. Dem Dach des Waldes und einer warmen Decke zum Zudecken.